In der folgenden Zeichnung ist der Flächeninhalt der grauen Fläche dreimal so groß wie der des inneren Quadrats. Frage: Welches ist das Verhältnis der Seite des großen Quadrats zu der des kleinen? Bezeichnen wir die Seitenlänge vom großen Quadrat mit groß L und die Seitenlänge des kleinen Quadrats mit klein L. Was wir suchen, ist dieses Verhältnis groß L auf klein L. Durch die Angabe wissen wir, dass der Flächeninhalt von dieser grauen Fläche das Dreifache vom Flächeninhalt dieses inneren Quadrats ist. Der Flächeninhalt dieser grauen Fläche, das ist der Flächeninhalt vom großen Quadrat minus Flächeninhalt vom kleinen Quadrat. Also so. Und der Flächeninhalt von dieser grauen Fläche, das ist das Dreifache vom Flächeninhalt des inneren Quadrats. Hier setzen wir minus L Quadrat rechts rüber, so erhalten wir groß L Quadrat gleich 4 mal klein L Quadrat. Jetzt teilen wir durch klein L Quadrat und können diese Gleichheit auch in diese Form schreiben. Also muss groß L geteilt durch klein L 2 sein. So, die richtige Antwort ist also 2, das heißt B. Und fertig. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.